Wir schauen aber jetzt erst auf Sachsen-Anhalt. Das ist nämlich das dritte Bundesland, in dem am 13. März gewählt wird. Die AfD, das haben wir jetzt gelernt, liegt in den bisherigen ARD-Vorwahlumfragen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sehr deutlich über 5%. Und nun befürchten natürlich Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff und seine schwarz-rote Koalition, dass die schlichten Parolen der rechtspopulistischen Partei bei den Wählern in Ostdeutschland besonders heftig zünden und die von der Flüchtlingskrise befeuerten Umfragewerte der Alternative für Deutschland dort vielleicht sogar wie eine Rakete durch die Decke schießen. Vielleicht hat die AfD sogar das Potenzial, die bisherige Regierung aus CDU und SPD in Magdeburg in Trümmern zu legen. Gunnar Breske. Nur keine Angst zeigen, auch nicht gegenüber Innocenz, dem tonnenschweren Zuchtbullen. SPD-Spitzenkandidatin Katrin Budde furchtlos auf Wahlkampftour im Harz. Dabei ist die Angst in der SPD Sachsen-Anhalt sehr wohl spürbar. Angst, am Ende hinter der AfD zu landen. Denn die Rechtspopulisten punkten in der Flüchtlingsfrage. Die SPD, muss Budde zugeben, eher nicht. Und zwar deshalb, weil die SPD nicht einfach die einfachen Antworten gibt. Ich glaube aber, dass viele Menschen zwar nichts Böses wollen und im Grunde auch sagen, wir wollen den Menschen helfen, aber trotzdem von den Ängsten geprägt sind, wie das geschehen kann. Und ich halte das für katastrophal, wie die CDU da gerade agiert, auch hier in Sachsen-Anhalt, ganz ehrlich. Der Ministerpräsident, der immer von irgendwelchen Obergrenzen redet, genau weiß, kann er nie durchsetzen. Aber er kann sie einfordern. Schließlich ist Wahlkampf, gestern gemeinsam mit Horst Seehofer. Seit Wochen fordert auch Haseloff eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms. Er gibt der Kanzlerin Kontra. Zu viele eigene Wähler wechseln zur AfD, so die Angst bei der CDU. Leute, wenn ihr was mit Angela Merkel auszumachen habt, nächstes Jahr ist Bundestagswahl, jetzt geht es um das Land. Und das Land wird mit den entsprechenden Personen, die ihr auf den Plakaten seht, auch entsprechend auch dargestellt. Und da könnt ihr euch entscheiden, wem ihr weiterhin das Vertrauen schenkt. Und darum kämpfe ich mehr oder weniger, dass ich diese Stimmen auch zurückhole. Zurückholen von der AfD und André Poggenburg. Selbst in der eigenen Partei gilt er als Rechtsaußen, als Gegner von Frauke Petry. Im Wochentakt veranstaltet die AfD Spaziergänge. Dass daran auch Rechtsextremisten teilnehmen, Journalisten angegriffen werden, dafür könne man nichts. Wir machen das, weil wir diese Demos, diese Kundgebungen vor den Asylheimen von einigen Bürgern nicht so gut fanden. Die übrigens nichts mit der AfD zu tun hatten. Sondern wir wollten das kanalisieren auf eine Art und Weise, wie sich das gehört. Gewaltfrei, nicht vor Asylheimen. Es ist ein Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, in dem Ängste eine große Rolle spielen und die Inhalte verschwimmen. Und damit noch einmal zu Ellen Enni nach Köln. Ellen, was sagt die ARD-Vorwahlumfrage über die Chancen des bisherigen CDU-Ministerpräsidenten Haseloff, nach der Wahl im Amt zu bleiben? Was sagt die da? Ja, es könnte klappen, es könnte aber auch nicht klappen. Auch hier alles sehr eng. Wenn am Sonntag Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wäre, dann käme die CDU auf 31%. Im Vergleich zu 2011 hatte sie 32,5 leichte Verluste. Die Linke käme auf 21%, damals 23,7. Die SPD würde bei 15% landen, damals 21,5 deutliche Verluste. Die Grünen würden bei 5,5 landen, damals 7,1. Die FDP bei 4,5, damals 3,8. Und die Alternative für Deutschland würde aus dem Stand 19% erreichen. Achtung, diese Zahlen sind keine Prognose, sondern eine politische Momentaufnahme dieser Woche. Aber auch hier muss man sagen, es würde ganz knapp für eine Fortsetzung der schwarz-roten Regierungskoalition reichen. Nach diesen Zahlen jetzt, aber da kann sich noch sehr viel tun, sehr viel verschieben. Es bleibt weiter spannend. Alle Informationen zu dieser ARD-Vorwahlumfrage finden Sie wie immer bei uns im Internet unter www.tagesschau.de. Ganz herzlichen Dank nach Köln für diese nun wirklich spannenden Zahlen. Danke nach Hamburg.